Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Zwermann-Analyse. Die Themen am Markt kennen Sie. Wir sprechen heute über die Inflationssorgen, die Rezessionsangst und außerdem bekommen wir eine charttechnische Analyse zum Dow Jones, zum S&P 500 und zum DAX. Als Gast begrüße ich Christoph Zwermann. Herr Zwermann, heute sind Sie uns per Videokonferenz zugeschaltet. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ich starte mal direkt mit meiner ersten Frage. Die Europäische Zentralbank hat sich gestern getroffen im portugiesischen Sintra und es gab Stimmen, die angedeutet haben, dass die EZB einen schnelleren Kurs in Sachen Inflationsbekämpfung fahren könnte. Wie bewerten Sie das? Nun ja, es wäre angebracht und man hätte es eigentlich vielleicht schon viel früher machen sollen. Erstmal schönen guten Tag. Die EZB ist die große Zentralbank, jetzt außer der Bank of Japan, die sehr weit zurück ist und wo die Pläne auch noch sehr weit zurück sind. Das heißt also Juni 1/4%. Und ich glaube, man hat jetzt eingesehen, dass man, was die Frau Lagarde ja gestern auch schon gesagt hat, dass die Inflation nicht so schnell runterkommen wird. Heutige Zahlen nur minimal schwächer. Dass man sich beeilen muss, um alles einfangen zu können. Ja. Ich kann ja vielleicht schon mal hier auf dieses Bild eingehen, wenn das okay ist. Also geht es ja darum, was die EZB bei dieser Inflation dagegen tun will. Und auf der anderen Seite handeln wir auch im Markt gleichzeitig diese Rezessionsangst. Also um es mal ganz genau zu sagen, auf der einen Seite, wenn wir die Inflation bekämpfen, müssen wir die Zinsen anheben, könnte die Folge eine Rezession sein. Das Optimale für die Märkte wäre im Grunde genommen, wenn man hingehen würde und würde sozusagen eine Soft Landing schaffen. Das heißt also, dass die Konjunktur runterkäme, man nicht in eine Rezession käme und die Inflation trotzdem schon dadurch genügend fallen würde. Deswegen also einfach dieser Faktor, der da eine Rolle spielt im Moment auf die jetzige Markteinschätzung. Also Sie haben es eben schon formuliert, die expansive Geldpolitik der EZB in den letzten Jahren macht heute Schwierigkeiten, aber die Inflation wird auch angetrieben von den derzeit hochsteigenden Energiepreisen im Rahmen des Ukraine-Kriegs. Also meinen Sie, die Inflation ist ein Problem, das Frau Lagarde jetzt alleine bekämpfen kann, oder richten sich einige ihrer Erwartungen auch in Richtung der Geopolitik? Also das sind die großen Blöcke, die wir im Moment haben. Also wenn wir einerseits sozusagen die Geopolitik sehen und auf der anderen Seite die Geldpolitik, und die G7 haben jetzt eigentlich da schon einige Antworten dazu gegeben. Also wenn man das hier mal so sieht, wir haben ja geopolitisch im Moment so ein, wir sagen, globales Schachspiel. Also wir machen sozusagen Blockbildung. Diese Blockbildung führt dazu, dass wir uns weiter auseinander bewegen weltweit. Also im Gegensatz zur Globalisierung, wo wir uns alle aufeinander zubewegt haben. Und einer der ganz großen Gründe für den Inflationsstieg weltweit ist nun mal ganz einfach diese Blockbildung, ist ganz einfach die Deglobalisierung. Das heißt, wir sind hier von Effektivität umgeschwenkt in Richtung Sicherheit. Und das hat einen riesengroßen Preis weltweit, nämlich Inflation. Und wenn wir das so weiter betreiben, dann wird es unheimlich schwierig, die Inflation wirklich einzufangen. Und in diesem Punkt kommt dann die Geldpolitik zum Tragen, die jetzt versucht, sozusagen die entstandene Inflation, die größtenteils durch die Geopolitik entstanden ist, und dazu zählt natürlich auch der Krieg in der Ukraine, der das noch weiter trennt. Und in dem Moment, wo jetzt die Zentralbanken sozusagen gegensteuern in der Inflationsbekämpfung, kommen wir zu dem Punkt, dass wir die Gefahr haben, dass wir in eine Rezession, und zwar global, laufen, weil ja auch die Zinsen global, außer jetzt vielleicht China, angehoben werden. Wie gesagt, das Problem ist darin, dass die Politik das im Grunde genommen nicht wirklich einsieht. Und wenn Sie jetzt fragen, ob die Frau Lagarde allein in der Lage ist, das zu bremsen, natürlich ist sie es nicht, weil sie die Politik in dem Maße wirklich nicht beeinflussen kann. Deswegen ist es trotzdem nötig, die Inflation zu bremsen, weil sonst läuft sie relativ lange und viel zu schnell davon. Herr Zwermann, ich fasse noch mal zusammen. Also Sie meinen, die Europäische Zentralbank kann die Auswirkungen eigentlich gar nicht stemmen und die Inflation gar nicht ausreichend bekämpfen, richtig? Ja, das darf aber nicht bedeuten, dass sie nichts tut. Das ist das Entscheidende, weil wenn sie jetzt nichts tun würde, würde das natürlich alles komplett aus dem Ruder laufen. Der andere Faktor ist eigentlich der,
Wir müssen immer sehen, die EZB hat noch ungefähr 8 Billionen an Anleihen in ihrem Depot. Das heißt, dieses Geld hat sie irgendwann mal ausgegeben in die Märkte, in die Volkswirtschaften und so weiter. Wenn man jetzt die Zinsen schnell anhebt, dann wäre das der Vorteil, dass sozusagen dieses Geld, was da draußen ist, natürlich höher verzinst werden könnte und diese Zinsen könnten schon wieder eine Nachfrage in der Volkswirtschaft darstellen. Also von der Seite her wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, die Zinsen relativ schnell anzuheben. Das wäre vielleicht so ein gewisser Schock, aber es würde im Endeffekt auch dazu führen, dass Kapital, was ja jetzt für viele Jahrzehnte nicht verzinst wurde, endlich wieder eine Verzinsung hätte, was dann auch wiederum eine Nachfrage in der Volkswirtschaft darstellen würde. Über den Energiepreisschock haben wir eben gesprochen. Welche Auswirkungen haben Sie denn außerdem auf den Rohstoffmarkt wahrgenommen? Ja, wir sind ja im Moment dabei und begründen tatsächlich die gestiegene Inflation seit Monaten, ganz speziell seit dem Ausbruch des Krieges, mit gestiegenen Rohstoffpreisen. Und ich bin schon seit Wochen und Monaten der Meinung, das ist einfach nicht der Fall. Also wenn man sich mal die Rohstoffe etwas näher anschaut, vielleicht können wir da gerade mal so damit beginnen, von Aluminium her, das sehen wir hier, ist um 37%, sie ist immer die Hoch, sind tatsächlich immer im März entstanden. Und im März gab es diesen Hype, natürlich aus der Angst des Krieges, sind wir um 37% bis jetzt gefallen. Also von der Seite her etwas, wo man sagen muss, das wird im Moment sicherlich keine Inflation erzeugen. Das wird natürlich jeder, im nächsten Moment sehen wir Nickel, wir sind jetzt von 50% nur von dem Hoch von 48.000 gefallen. Ich bin übrigens der Meinung, wenn das ungefähr auf 21.000 hier zurückkommt, rein markttechnisch, könnte man hier sogar Nickel oder gewisse Nickelaktien oder auch Länder mit entsprechenden Aktien kaufen, weil der Pullback wirklich dann sehr fein gemacht würde. Der Anstieg war ja noch viel höher, bis knappe 100.000, was aber rein spekulativ war. Rein offiziell sind wir hier nur bei den 48.000. Also, aber trotzdem, sage und schreibe, 50% Reaktion. Nehmen wir Palladium, auch da sehen wir über 40% vom Hoch korrigiert. Auch da ist es etwas, wo man immer wieder die Argumente hört, ja, Rohstoffe gibt es zu wenig, Preise höher und so weiter. Natürlich, diese globale Situation führt dazu, diese Deglobalisierung, dass weniger Rohstoffe geliefert werden und so weiter. Die Engpässe sind keine Frage, nur die Preise steigen nicht so, wie man sagt. Die Brötchen sind sehr viel teurer geworden, jeder kennt das, der morgens zum Bäcker geht. Seit dem Hoch im März ist selbst der Weizen um über 30% gefallen. Diese Woche sind wir sogar jetzt unter diese 940 entscheidender Pullback-Punkt gefallen, also Luft bis ungefähr 750. Also von all dem muss man sagen, es könnte genauso gut sein, dass wir in den nächsten Wochen tatsächlich in Richtung etwas schwächerer Inflation gehen würden, was für die Märkte natürlich willkommen wäre und für die Zentralbanken sicherlich auch. Entscheidend ist hier, dass das nicht die Anzeichen sind für eine größere Rezession, die ansteht, was ich glaube, was im Moment noch nicht der Fall ist. Und deswegen wäre es auch wichtig, tatsächlich sich in Richtung Soft Landing sozusagen zu konzentrieren. Kommen wir damit zum Aktienmarkt, Herr Zwermann. Was gibt denn das charttechnische Bild beim Dow Jones aktuell her? Ja, beim Dow Jones haben wir es geschafft, nach langem Warten, jetzt in diesem Monat hier, im Juni, der ja nun morgen zu Ende geht, wo wir dann den Sprung ins zweite Halbjahr machen, tatsächlich noch diesen, ich würde sagen, Big Point zu erreichen, nämlich, wenn wir uns das mal anschauen, von 18.000 auf 36.952 Anstieg, dann haben wir das um 38,2% zurückgehandelt. Das Tief war 29.653. Müssen wir überlegen, dass wir im Jahr 2020 im März genau bei Corona bei 29.568 waren, von dort aus dieser Rückgang stattfand. Das heißt also mit anderen Worten, wir haben jetzt diesen Corona-Einbruch einmal verdoppelt nach oben gehandelt und genau den Einbruch wieder zurückgehandelt bis zu dem Punkt, von wo es nach unten ging. Also rein technisch gesehen ist das eigentlich wunderbar gelaufen, könnte man sagen. Zumindest mal ist es jetzt endlich gemacht. Es hing ja lange Zeit im Juni noch in der Luft, ob wir diesen Punkt erreichen und inwieweit was dann passieren wird. Wenn wir vielleicht ganz kurz auf den nächsten Chart noch kurz schauen, dann sehen wir den Tageschart.
relativ hartes Reversal gestern, deswegen dieses Daily Reversal am gestrigen Tag. Aber die Umkehr unten, also wenn wir jetzt bei dem Monatschart das gesehen haben, also dass wir wahrscheinlicherweise ein Tief gemacht haben, dann hat die Umkehr hier schon dazu geführt, dass wir immerhin dann das erste Gap bei 31.387 schon geschlossen haben und wir waren gestern höher als der Tag zuvor und haben tiefer geschlossen. Das ist natürlich ein Negativzeichen, wobei ich glaube, dass rein aus meiner eigenen Systematik heraus es nicht so schlimm ist, weil es nur eine Korrektur wird von dem, was wir vorher, und zwar letzte Woche, in 5 Tagen nach oben gehandelt haben. Das heißt mit anderen Worten, diese Dynamik nach oben könnte sich fortsetzen. Risiko wäre hier sicherlich die 30.500 im Rahmen, aber auch da nur der Korrektur. Und wie bewerten Sie die Lage beim S&P 500, Herr Zwermann? Ja, kurzfristig hätte man fast Hurra schreien können in der letzten Woche, weil wir dieses Gap-Filling begonnen hatten. Also Sie sehen hier, als wir unten waren, 36,36, übrigens keine schlechte Zahl, und das in der 5. Welle. Da ging es darum, wie weit kann man sich erholen, und wir haben uns immerhin in einer Woche immerhin über 6% erholt und dabei dieses Gap bei 3.900 geschlossen. Es gibt das nächste Gap bei 4.017. Wir haben aber auch da, wie beim Dow Jones, ein Daily Reversal, was übrigens beim Nasdaq und so weiter nicht stattgefunden hat, gemacht und sind bei 3.825 angekommen. Wir waren ganz leicht drunter gestern Abend. Das heißt, wenn das hält, gibt es eine Möglichkeit, tatsächlich von hier zu dem Gap von über 4.000 zu gehen. Retracement-mäßig wären wir erst bei 4.060 weiter oben und Sie sehen schon, 200-Tage-Linie 4.400. Das Risiko hier besteht darin, dass wenn wir die Korrektur wirklich komplett machen würden, würden wir bis 3.752 fallen, was ich im Moment nicht annehme, obwohl der Markt, wie man sieht, an der Stochastik leicht überkauft ist, aber das ist nur eine kurze Momentaufnahme eigentlich. Kommen wir zum deutschen Leitindex. Wir haben ja einen freundlichen Wochenstart gesehen. Am Mittwochvormittag gibt der DAX allerdings wieder ab. Wie geht die Reise weiter? Ja, der DAX hat tatsächlich letzte Woche gestreikt, könnte man sagen. Also ganz Europa ist dem Anstieg der USA einfach nicht gefolgt. Also wir sehen, wir sind einfach sitzen geblieben. Also 12.904 war das Tief letzte Woche und dann haben wir es geschafft, wieder über 13.000 zu kommen. Aber die Dynamik der USA ging an uns komplett vorbei. Natürlich zu interpretieren, auch mit dem, dass man Europa im Moment nicht so prickelnd wirklich findet, aufgrund dessen von Krieg, von dem, dass wir EZB-mäßig sicherlich da ein bisschen Zweifel im Ganzen haben. Die Zinsen in Europa waren so stark angestiegen und von der Seite her gab es doch einige Belastungen. In der Zwischenzeit sind die langfristigen Zinsen ja wieder gefallen in Europa. Also von dem her, technisch gesehen, glücklicherweise sind wir hier nicht sehr viel nach unten weggebrochen, sind in dem Fall hier im Wochenchart sogar ein Stück überverkauft. Von der Seite her haben wir auch noch ein Gap, wie in den amerikanischen Märkten, doch relativ weit oben, also 13.750 grob gesagt. Wenn wir auf den Tageschart schauen, falls er da ist, dann wäre das etwas, wo man dann sehen würde, wir haben so eine Art kleinen Diamanten gebildet im Moment und von dem aus könnten wir also dann die Erholung starten. Also generell beim DAX, hier ist der Diamant, genau. Also da haben wir heute Morgen versucht, da unten durchzukommen bei der 13.000 und ein Stückchen tiefer, ist im Grunde genommen nicht so sehr gelungen. Also wenn das hält, haben wir die Möglichkeit, hier das erste Retracement bei 13.550 und das Gap ein bisschen höher, 13.740. Das wären so die nächsten Ziele. Ich muss einfach dazu sagen, das größte Risiko, das ist jetzt der Chart von morgens 8 Uhr bis abends 22 Uhr, da ist immer so alles drin eigentlich. Wenn wir die 12.800 nach unten verlassen würden, wäre das tatsächlich eine Dimension, wo dieses C dann sich wesentlich verlängern würde. Und deswegen ist da auch sozusagen drauf zu achten, falls es wirklich intensiver runterkäme. Herr Zwermann, Sie haben uns hier einen Aktienindex aus Europa mitgebracht, der dem Druck und ja, der Zurückhaltung der letzten Wochen standhalten konnte. Tja,
Es ist tatsächlich so, man kann ihn finden, den Markt in Europa, der für dieses Jahr sage und schreibe mit 9% vorne liegt und der doch, wie soll ich sagen, überrascht für meine Begriffe, ist natürlich ein Markt, der so am Rande Europas liegt, also Portugal. Wir sehen hier eine technische, ja, wie man so sagen würde, Leckerbissen. Wir sind ausgebrochen und wir sehen für dieses Jahr hat der Markt eigentlich noch nie verloren, ne? Also wir sind über diese 5.800 gekommen in den letzten 3 Monaten, nie mehr drunter richtig, ja, haben jetzt sogar im Juni nochmal die 5.800, ich glaube um 20 Punkte etwa, zurückgetestet. Und wenn es also jetzt sozusagen technisch weiter steigen würde, das heißt innerhalb dieser Welle, die da noch läuft, dann würden wir erstmal in Richtung 7.150 gehen. Also es ist nicht alles so in Europa, dass es sozusagen sich nach unten bewegt hat. Es gibt natürlich in den Emerging Markets noch mehr Märkte, die so in etwa aussehen. Aber Portugal ist sicherlich die Überraschung in Europa und im Moment sieht es nicht so aus, als würde es irgendwie direkt zusammenkrachen. Und zu guter Letzt, Herr Zwermann, haben Sie uns wie in jeder Sendung einen Einzelwert mitgebracht. Welcher ist das heute? Ja, ich bin ja so ein kleiner Fan von Australien und es ist immer wieder so, wenn technisch etwas auffällt, dann ist es meistens so, dass die Australier das doch insgesamt ganz gut handeln. Ja. Vicinity ist in Australien ein relativ kleiner Wert, der Einzelhandelsimmobilien hat. Und die auch verwaltet und so weiter. Jetzt sind in Australien auch die Zinsen angehoben worden. Vielleicht kann man den Chart ganz kurz einblenden. Ja, es ist also ein sehr interessanter Chart, weil auch da seit 2020 so eine Art Seitwärtsbewegung stattgefunden hat. Immerhin ist der Wert nicht so teuer mit einem KGV von 12 und zahlt auch eine hohe Dividende. Und wir sehen ganz rechts diesen sogenannten Hammer oder Doji, der da 1,65 in Australdollar gerechnet erreicht hatte und dieses Dreieck gehalten hat. Und gestern ging es tatsächlich hoch bis 1,92 bei relativ hohen Umsätzen und auch relativ hohe Nachfrage. Also von der Seite her könnte es gut möglich sein, dass wir hier ausbrechen. Wäre dann zielmäßig natürlich eine Ambition in Richtung 2,50, 2,60, vielleicht sogar 2,80, also Australdollar. Also von der Seite her zumindest mal ein Wert, der bis jetzt die Zinsanhebungen nicht geschadet haben. Und wie man sieht, kriegt man auch einigermaßen Dividende davon. Christoph Zwermann, vielen herzlichen Dank für das Interview. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis in 2 Wochen. Liebe Zuschauer, Ihnen auch ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse an der Zwermann-Analyse. Und ja, wie gesagt, bis in 2 Wochen.